schlechte Universität, ein gewöhnliches Unternehmen, das verlassen wir ja noch mal so eben. Schwieriger wird es aber dann schon beim Verlassen des einzigen passenden Arbeitgebers weit und breit. Also wenn wir schlechte Umgebungen nicht verlassen können, dann müssen wir sie wohl zu guten machen. Eine Frage, die mich schon sehr, sehr, sehr lange umtreibt, ist: Darf man oder sollte man anderen Menschen für irgendetwas die Schuld geben? Eher nicht, zumindest habe ich es mal so gelernt, aber sind wir mal ehrlich, ist es nicht anders? Machen wir es nicht alle hin und wieder, anderen die Schuld geben? Dieses oder jenes hat nicht funktioniert und ihr wisst ganz genau, ihr könnt es nicht gewesen sein. Und so möchte ich es gemeinsam mit euch wagen, wir suchen einen Schuldigen, der für alles herhalten kann und am besten auch noch anonym. Mein Vorschlag wäre, das System ist schuld. Das Bildungssystem ist schuld, wenn es an Kompetenzen fehlt. Das Wirtschaftssystem ist schuld, wenn Unternehmen scheitern. Und das Orgasystem ist natürlich schuld, wenn Karrieren nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Systeme sind einfach an allem schuld. So der aktuelle Trend und auch unsere Hypothese. Ich habe in vielen solcher schuldigen Systeme gearbeitet, als Gründer, Vorstand und Vice President in einem internationalen Konzern, als Verbandsvorsitzender bei der politischen Arbeit in Berlin und heute auch als Systemberater und Systemcoach bei Unternehmen, die ich mit den Change-Prozessen betreue. Aber einsteigen möchte ich mit euch jedoch an diesen Punkt. Anfang der 90er Jahre, ich hatte gerade Informatik studiert, da hatte ich meinen ersten Job als Softwareentwickler angenommen. Und so sahen damals unsere Computer aus. Und so sahen damals unsere Büros aus. Cool ist heute wirklich etwas anderes. Aber dennoch war ich damals voller Tatendrang und voller Begeisterung, die Welt zu verändern. Und in so einem Weltverbesserungsmoment bin ich dann rein zu meinem Chef. Der saß wie immer hinter seinem etwas zu großen Schreibtisch. Harald, sagte ich, Harald, da kommt etwas ganz Großes auf uns zu. Grafische Oberflächen und Multitasking. Wir müssen uns vorbereiten. Haralds Antwort war direkt: Das betrifft uns nicht. Davon hast du keine Ahnung. Außerdem geht es dich nichts an. Puh, das hatte dann erst damals gesessen, gerade angefangen. Naja, aber irgendwie schien ich doch noch dennoch seinen Nerv getroffen zu haben, denn schon wenige Wochen später kam er auf mich zu. Auf der Messe hat ihn ein Interessent angesprochen, der hat die Software von damals für ganz gut befunden, aber sie wäre nicht zu bedienen. Andreas, kannst du uns einen Prototyp mit diesen grafischen Oberflächen erstellen? Bingo, dachte ich, mein Moment, endlich geht hier etwas ab. Und so habe ich mir dann die nächsten 14 Nächte und auch Tage um die Ohren geschlagen und habe diesen Prototypen erstellt. Der Interessent kam, sah und bestellte. Stellt euch vor, dies war der größte Auftrag in der damaligen Firmengeschichte. Und jetzt war es an der Zeit, die Teams zu besetzen. Und hier war ich voller Erwartung, ich wollte die Leitung und die ganze Verantwortung. Am Tag der Bekanntgabe stand dann mein Name nicht auf der Liste. Ich habe dreimal hingesehen, er war nicht zu finden. Ich habe nachgefragt, ich war nicht dabei. Jeder wird sich in solchen Momenten anders fühlen. Bei mir war es die totale Enttäuschung und sehr viel Wut. Ich habe dann Tage gebraucht, bis ich mich davon etwas erholt habe, doch dann fing mein Kopf an zu rattern. Tja, für eine Teamleitung hätte es damals eine sehr lange Firmenzugehörigkeit gebraucht. Hätte er mich als ein normales Mitglied in ein Team gesteckt, dann musste er mit meiner Rebellion rechnen, soweit kannte er mich. Und hätte ich die Leitung übernommen und ich wäre gescheitert, dann wäre er schuld gewesen. Und das Schlimmste, wenn ich die Leitung übernommen hätte und es hätte geklappt, dann hätte ich womöglich alles Bestehende in Frage gestellt. Schlimmer geht es kaum. Und so wurde mir klar, dass mein Chef in seinen Systemen aus Hierarchien und Regeln gefangen war. Und in einem System, was Menschen und Vorgesetzte auf diese Weise ausrichtet, wollte ich keinen Tag länger arbeiten. Und so habe ich gekündigt
und dieses System verlassen. Systeme richten aus. Systeme richten uns aus. Schüler und Studenten richten sich nach Noten aus, weil dies ihr System belohnt. Vorgesetzte Manager und viele Mitarbeiter richten sich gerne nach Boni aus, statt nach wahren Zielen. Systeme verfügen nun mal über eine immense Kraft, ganz gleich, ob wir diese bewusst wahrnehmen oder nicht. Und darum ist es so wichtig, nicht in schlechten, sondern in guten Systemen zu arbeiten. Und damit ihr euch ein Bild von einem guten System machen könnt, möchte ich euch eines geben, dem Bild von organischen Zellen. Denn organische Zellen verfügen als Systemverbund über hervorragende Prinzipien. Zellen teilen sich, wenn es darum geht, Wachstum zu vereinbaren. Zellen vererben ihre DNA, statt Herrschaftswissen zu bilden. Zellen gehen Verbindung ein. Zellen sind adaptiv und Zellen übernehmen für sich selbst und andere Verantwortung. Und genau das habe ich dann damals auch getan. Um wirklich sicherzustellen, künftig in einem guten System zu arbeiten, musste ich damals noch ein eigenes Unternehmen gründen. Und so habe ich nach Mitgründern gesucht, die diese Vision mit mir teilen sollten. Und stellt euch vor, einen solchen Verrückten habe ich dann damals auch gefunden. Wir haben uns ein Büro angemietet, uns da einfach hineingesetzt, ohne Produkt, und haben es dann laufen lassen, das System. Ein Jahr später kam uns erst die Idee zu unserem Produkt. Und 5 Jahre später wurden wir dann Marktführer mit einer Hygienesoftware zum Management von Erregern und Infektionen. Heute würde man sagen, die Jungs damals waren disruptiv. Unser erstes Learning oder vielleicht auch mein erstes Learning. Systeme bestimmen darüber, was wird, was aus euch wird. Und darum arbeitet nur in guten und verlasst schlechte. Wenn es denn dann mal so leicht wäre, das Verlassen von schlechten Systemen, man muss es sich auch fast leisten können. Eine schlechte Universität, ein gewöhnliches Unternehmen, das verlassen wir ja noch mal so eben. Schwieriger wird es aber dann schon beim Verlassen des einzigen passenden Arbeitgebers weit und breit. Und noch schwieriger dürfte es sein, das eigene Familienunternehmen zu verlassen. Also wenn wir schlechte Umgebungen nicht verlassen können, dann müssen wir sie wohl zu guten machen. Die Herausforderung ist lediglich, dies bei 5, 10 oder 1000 Menschen oder Mitarbeitern hinzubekommen. Bei 5 bis 10, da helfen noch gute Gespräche. Bei 100 bis 200, da können noch Regeln helfen, aber meist fallen uns diese immer wieder auf die Füße, bei jeder Veränderung, bei weiterem Wachstum. Ganz gleich, wie groß am Ende so ein Wandel ausfallen soll, am effektivsten ist die Arbeit am System selbst. Gute Systemarbeit schafft einen Rahmen, in dem sich Eigenverantwortung als gutes Prinzip wieder lohnt. Und Eigenverantwortung lohnt nämlich dann, wenn wir sie auch brauchen. Und wir brauchen sie nicht bei der Abwicklung von Regeln. Regeln lassen sich einfach abspulen. Hinter Regeln lässt es sich verstecken. Ganz anders ist dies in neuen oder komplexen Situationen. Hier sind gute Prinzipien zur Orientierung die bessere Wahl. Gute Systemarbeit erreicht, dass Menschen sich wie von selbst an guten Prinzipien orientieren. Unser zweites Learning an dieser Stelle. Wenn ihr also schlechte Umgebungen nicht verlassen könnt, dann macht sie mit guten Prinzipien zu guten Systemen. Aber irgendetwas scheint uns von dieser Systemarbeit abzuhalten, scheint Entscheider von der Systemarbeit abzuhalten. Wochen nachdem ich gekündigt hatte, rief mich mein damaliger Chef noch einmal an. Andreas, wir haben ein Problem.
wir bekommen diese Umstellung auf diese grafischen Oberflächen nicht hin. Mehr Gehalt und Teamleitung ist auch noch drin. Tja, das ehrte einen natürlich und irgendwie war es auch eine gewisse Form der Genugtuung. Aber mehr Gehalt, das klang in diesem Fall wie, wie Schmerzensgeld. Und das mit der Teamleitung wirkte irgendwie total künstlich. Einen wahren Systemwandel hatte ich ihm damals nicht zugetraut. Stand bisher, bis hierher und unsere Erkenntnisse würde ich jetzt gerne unsere Hypothese vom Anfang etwas anpassen. Nicht das System ist schuld, sondern vielmehr diejenigen, die nicht bereit sind, Entscheider, die nicht bereit sind, an den Systemen zu arbeiten. Drei Gründe, warum Entscheider so häufig nicht dazu bereit sind. Der erste Grund, sie kennen das Thema nicht einmal oder wissen nicht, wie es geht. Kein Problem, das ist mein Job. Der zweite Grund, sie kennen keine Alternativen. Auch das ist kein Problem, es existieren Alternativen. Der dritte Grund ist vielleicht der schwierigste, aber dafür auch ein sehr menschlicher. Der dritte Grund, Entscheider haben Angst oder sie hatten über einen zu langen Zeitraum Angst vor Veränderung. Denn chronische Angst wächst sich zu Blockaden aus und Blockaden sind schwerer zu überwinden als Ängste. Denn Blockaden sind im Gegensatz zu Ängsten unsichtbar. Und genau hier setzt gute Systemarbeit an. Sie macht im ersten Schritt sichtbar. Ganz gleich, ob wir ein Unternehmenssystem sichtbar machen oder ein Blockadensystem. Letzteres möchte ich gerne mit euch tun, ein Blockadensystem sichtbar machen, damit ihr das Potenzial des Sichtbarmachens erkennt, denn es gilt für jedes System. Als Beispiel dient uns wieder die Situation mit meinem Chef. Das Blockadensystem ist quasi eine Abweichung vom Denksystem. Und in diesem Denksystem hat unser Unterbewusstsein ein gewisses Vorschlagsrecht für den nächsten Gedanken, für die nächste Entscheidung. Und da drinnen muss es jetzt einen Suchfilter mit drei Kriterien belegen. Der erste Suchfilter in unserem Blockadensystem ist oder sind die Symbole, die starken Symbole. Genau die braucht unser Unterbewusstsein für die Recherche. Also, genau jetzt komme ich wieder ins Spiel. Also jener Moment, wo ich ins Büro trat, mein Chef saß, ich stand, damit hatte ich für ihn mehr Größe und wir hatten Abstand und er suchte Schutz hinter seinem Schreibtisch. Das zweite Kriterium für den Suchfilter ist der Kontext. Befinden wir uns jetzt im Wald oder im Büro? Im Wald würden wir uns verstecken und Schutz suchen oder das Wegrennen vorbereiten. Im Büro halten wir aus, wir harren einfach aus. Und im Übergang zum dritten Kriterium richtet sich unser Körper bezogen auf 1 und 2 jetzt emotional aus. Er bereitet sich emotional vor. Das dritte Kriterium, der Bodyscan. Ähnlich wie am Flughafen scannt jetzt unser Gehirn den gesamten Körper von oben bis nach unten. Zum einen in seiner Position und zum anderen in seinem emotionalen Zustand. Und mit diesen drei Kriterien geht es jetzt in die Datenbank unserer letzten 1000 Erfahrungen und Erinnerungen. Und ein Durchschnitt dessen wird uns jetzt als Vorschlag ins Bewusstsein gelegt. Und hier war es das, nein, geht nicht, brauche ich nicht. Schon mit einer einfachen Positionsveränderung hätte mein Chef die Chance erhöht, auf andere Gedanken zu kommen. Hinstellen, wenn man vorher sitzt, lachen, wenn man vorher brummig reinschaut. Probiert es mal aus, das Verändern von Gedanken durch das Verändern von Körperpositionen. Allerdings funktioniert dies nur so lange, wie wir in einem Thema nicht blockiert sind. Denn wenn es in der Vergangenheit zu chronisch negativen Ereignissen mit hormonellen Belastungen gekommen ist, dann speichert unser Gehirn zu diesen Symbolen einen fertigen Scan ab. Und hier war es der kauernde Chef,
Fortan benutzt unser Gehirn immer dieses fertige Symbol. Denn dieses Symbol sorgt dafür, dass wir dann immer zum schnellen Nein, zum schnellen geht nicht kommen. Denn unter einer Blockade wird die emotionale Vorbereitung ausgesetzt und ein frischer Scan wird nicht mehr erzeugt. Und genau das sorgt immer für die gleichen Gedanken. Und das macht eben Blockaden aus. Fehlende Varianz in den Gedanken, fehlende Emotionalität, denn der Körper ist aus dem Spiel. Jetzt, wo wir das Blockadensystem etwas sichtbar gemacht haben, wird es uns allen leichter fallen, an Blockaden zu arbeiten, sie aufzulösen oder zu durchbrechen. Auch die Arbeit am System selbst wird uns jetzt leichter fallen. Das gilt übrigens für jedes sichtbar gemachte System. Generell, lasst schwere Enttäuschungen nicht zu Groll werden. Denn dies verhindert erst die Anlage einer Blockade. Ähnlich wie ich es auch nicht getan habe, als mein Name nicht auf der Liste stand. Seid vielmehr dankbar für einen negativen Impuls. Denn ohne meinen hätte ich nie so stark auf Systeme geachtet und ohne dessen hätte ich wahrscheinlich nie meine Mission, die der Systeme, gefunden. Unser drittes Learning. Wir machen Systeme besser mit guter Systemarbeit. Und ich ergänze, indem wir sie im ersten Schritt auch sichtbar machen. Denn nur wer seine Systeme sieht, kann sich selbst und andere überzeugen. Und so sollten wir natürlich auch anderen keine Schuld geben, wenn wir sie nicht selber überzeugen können. Wenn ihr mehr über gute Systeme, gute Systemarbeit und dem Auflösen von Systemblockaden erfahren wollt, dann meldet euch bei mir. Ich würde mich freuen. Vielen Dank. Andreas Lange!